Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute feiere ich mit dir eine Premiere. Heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste hier mit im Interview und ich freue mich schon tierisch, denn sie sind bekannt aus der RTL-TV-Show Ninja Warrior und mittlerweile auch bekannt als das Ninja Couple. Also die Sportskanone heute hier im Bewohnerfrei-Podcast. Ich freue mich auf Aline Schüssler und Benedikt Zygmunt. Schön, dass ihr da seid. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, wir können ja direkt zu Beginn kurz mal auflösen. Aline und ich kennen uns nämlich schon seit, ich glaube, 4 Jahren, habe ich mal vorhin überlegt. Und verbringen so, sag ich mal, online ab und zu mal gucken wir, was der eine oder der andere macht. Und ich war so begeistert von deinem und jetzt auch eurem Weg und habe gedacht, Mensch, die beiden will ich auf jeden Fall im Bewohnerfrei-Podcast haben, habe sie eingeladen und sie haben ja gesagt und jetzt freue ich mich auf das Interview. Geht's euch denn gut? Uns geht's hervorragend. Wir freuen uns auch auf das Interview und sind wirklich gespannt, was du uns gleich sagen wirst. Ja, total. Und wo seid ihr denn gerade? Ich sehe, wenn ihr uns jetzt gerade zuschaut hier auf YouTube, dann seht ihr hinten schon eine Ninja Warrior-Fahne. Wo seid ihr gerade am Start? Ja, wir sind hier in der Nähe von Ulm in der Trainingshalle und nutzen die Zeit hier. Für ein paar schöne Stunden mit Training. Sport, Sport, Sport steht auf dem Programm. Sehr cool. Perfekt. Dann, bevor wir direkt richtig ins Interview starten und mal ein bisschen Backstage-Infos von euch erfahren, möchte ich natürlich auch nochmal die offizielle Anmoderation hier mit auf den Weg geben, damit alle, die euch vielleicht noch nicht kennen, noch ein bisschen mehr über euch erfahren. Benedikt und Aline sind das erste Ninja-Couple Deutschlands. Durch die Show Ninja Warrior Germany haben sie sich kennen und lieben gelernt. Inzwischen kennt sie jeder Ninja-Begeisterte und sie zählen zum festen Inventar des TV-Formats. Als Aushängeschilder der Show haben sie großen Anteil daran, dass sich dieser Sport in den letzten Jahren in Deutschland zu einer festen Sportart mit verschiedenen Wettkämpfen und immer mehr eigenständigen Ninja-Hallen etabliert hat. Ihr habt es ja gerade gesagt, ihr seid gerade auch in einer dieser. Das Paar betreibt den Sport professionell und bereist die ganze Welt, um an weiteren TV-Formaten sowie Wettkämpfen, wie der Weltmeisterschaft in den USA zum Beispiel, teilzunehmen. 2019 krönte Aline ihre bisherige Leistung mit dem Titel, jetzt kommt's, der ersten Last Woman Standing in Deutschland. Und das, ja, ihr beide als Paar liebt und lebt eure Leidenschaft und verkörpert ein Vorzeigepaar im Profisportbereich. Also das liest sich richtig grandios und ich bin einfach jetzt schon begeistert und freue mich so sehr. Ich habe es gerade schon gesagt und nochmal offiziell herzlich willkommen an euch beide, Aline und Benny. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Das hat sich sehr, sehr, sehr gut angehört. Ja, finde ich auch, ne? Da steckt ihr dahinter. Und sagt mal, ich habe ja gestern Abend noch in Vorbereitung mir nochmal das Video angeguckt von dir, Aline, wo du tatsächlich dann den Sieg eingeholt hast, wo du Last Woman Standing geworden bist. Ich hatte schon mal Teile davon gesehen, aber gestern nochmal das Gesamte und dachte, Gänsehaut, der absolute Wahnsinn. Was begeistert euch oder dich jetzt erstmal, Aline, denn überhaupt an diesem Ninja Warrior Sport oder allgemein auch an der Show? Also erstmal, also ich hatte ja vorher Stapo schon gemacht und habe da einfach so aus Spaß an dieser Show dran teilgenommen und ich fand das, ich weiß gar nicht, das ist einfach dieses ganze Drumherum, diese Community, dieser Sport, der aber auch so vielfältig ist, weil so viel halt einfach reinspielt. Ja, und dann natürlich hatte ich das Glück, noch den Benny da kennenzulernen. Ja, also ich glaube, der Sport, der wird uns auch noch auf ewig begleiten. Das glaube ich. Ja, Benny, wie ist es bei dir? Ja, ist sehr ähnlich. Also zum einen natürlich klar ist das ein Riesenglück, dass wir uns kennengelernt haben und dass man auch auf der Ebene einen Sport zusammen ausführen kann. Die Begeisterung des Sports, klar ist die Community, aber dass man auch ständig eine Herausforderung hat. Und für uns ist es natürlich auch total spannend zu sehen, wie diese Sportart in Deutschland wächst, wenn man denkt, dass das einfach mit einer TV-Show alles begonnen hat und dass es jetzt zahlreiche Wettkämpfe gibt, weiß ich nicht, 200.000 Athleten mittlerweile. Es ist einfach total schön, ein Teil davon zu sein.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Also ich sehe euch ja auch immer in den Stories dann hier und da nochmal in einer anderen Halle und dann sind da wieder andere Hindernisse und ich denke mir so, das ist der absolute Wahnsinn, was sich da so ja entwickelt hat, ihr sagt es gerade. Und wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, das erste Mal bei so einer TV-Show mitzumachen? Also ja, wie habt ihr davon erfahren und habt dann gesagt, okay, ja, das probiere ich einfach mal aus oder wie war das? Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass Kumpels mich aufgebracht haben. Also ich habe schon mein Leben lang ganz, ganz viele verschiedene Sportarten betrieben. Und dann saßen wir, glaube ich, sogar irgendwo in der Kneipe und dann hat ein Freund zu mir gesagt, ey Benni, das ist genau das Richtige für dich, mach da mal mit. Und ich muss sagen, wie wahrscheinlich ganz viele, wenn du die Show im Fernsehen siehst und dir die Leute anguckst, denkst du, ey, was die können, kann ich schon lange. Ja, und dann habe ich mich für diese Show beworben und habe aber im Rahmen dieser Bewerbung Aline kennengelernt. Aber die Story muss Aline erzählen. Cool. Ja, also ich bin vor Benni zu dem Sport gekommen. Ich habe nämlich schon eine Staffel vorher dran teilgenommen und ich habe einfach ganz einfach eine Social-Media-Werbung gesehen und fand das irgendwie so spannend. Ich komme aus einem Sport, der auch relativ vielfältig ist und da dachte ich, okay, das musst du auf jeden Fall probieren. Das sieht super cool aus und das habe ich dann auch ausprobiert. Ich war dann Staffel 2 das erste Mal dabei. Das war relativ schnell vorbei. Ich bin am zweiten Hindernis direkt gefallen. Oh. Also doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe, wie es aussieht. Aber einfach dieser ganze Spaß, die Vorbereitung darauf, die Leute, die man kennengelernt hat, auch dieses TV-Feeling. Ich fand das einfach so cool. Wahnsinn. Das hat mich so gepackt, dass obwohl ich so schlecht abgeschnitten habe und ich hatte genau 2 Fernsehsekunden das erste Mal, nur meine Kampfansage, die klassische Kampfansage bei Ninja Warrior Germany gezeigt und dann mein Fail, wie ich reingefallen bin. Super. So kurz war es, aber ich fand das so cool, dass ich dachte, okay, das willst du jetzt ernsthaft betreiben, weil das macht, das ist einfach cool. Oh ja, und dann, der Benni hat gerade angeteasert, ja. Dann habt ihr euch kennengelernt, genau bei der Staffel. Nein, das kommt noch. Genau. Dann habe ich, wie gesagt, in der ersten Show dran teilgenommen, die dann nicht so gut verlaufen ist, aber habe dann gesagt, ich mache das jetzt, betreibe das jetzt ernsthaft und versuche dann mal wirklich was dafür zu machen. Das habe ich halt vorher auch nicht getan. Ich habe die Show einfach so mitgenommen. Da kam dann auch schon Team Ninja Warrior Staffel 1 ins Spiel, wo RTL quasi Teams ausgesucht hat, die dann daran teilnehmen können. Und da war ich Teamkapitänin bei einem Team. Und da ist an einer ausgefallen. Und ich hatte, es gab ja noch nicht viel. Ich habe tatsächlich einfach auf Instagram nach Hashtag Ninja Warrior Training Aachen geguckt. Und er hatte das Hashtag verwendet, so Casting-Vorbereitung Ninja Warrior Germany. Und habe gesehen, dass der auch aus Aachen ist. Und ich habe ihn einfach auf Instagram angeschrieben und gesagt, hey, hast du nicht Lust, bei uns der Trainingsgruppe beizutreten? Dann war er das erste Mal da und hat echt eine mega gute Leistung gezeigt und dann ist bei uns halt einer in dem Team ausgefallen, habe ich gleich den Benni gefragt, willst du nicht Teil unseres Team Ninja Ach, so war das. Und sie hat mich natürlich nur wegen der sportlichen Leistung angeschrieben. Natürlich. Wie cool ist das denn? Das wusste ich tatsächlich ja auch noch gar nicht. Ich dachte irgendwie bei der Show habt ihr euch da kennengelernt. Also sozusagen, ja, Instagram sei Dank und der richtige Hashtag hat euch zusammengeführt. Ja, genau. Wie cool. Und dann habt ihr sozusagen die Teamstaffel mitgemacht gemeinsam und dann habt ihr gesagt, ja, dann machen wir nochmal weiter gemeinsam. Ja, also wir haben dann bei Team mitgemacht und sind da ganz, ganz, ganz knapp am Sieg vorbeigeschraubt. Ja, und dann haben wir uns irgendwie kurz danach, klar, erstmal ist man natürlich riesig enttäuscht und dann haben wir uns kurz danach hingesetzt und haben gesagt, ey, dieser Sport macht so Spaß, da steckt so viel Potenzial drin. Lass uns doch mal schauen, ob man das nicht auf professioneller Ebene auch betreiben kann. Dann haben wir uns mit einem Athletiktrainer zusammengesetzt, haben gesagt, okay, was ist das Anforderungsprofil von einem Ninja, was muss der können, haben darüber dann eine Trainingssteuerung gemacht, ja, und dann hat sich das tatsächlich mit der Zeit so entwickelt, dass das für uns zum professionellen Sport wurde, dass wir jetzt im Endeffekt nichts anderes mehr machen. Ja, richtig stark. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was macht ihr so tagtäglich, wenn du sagst, okay, ihr habt euch auch mit jemandem zusammengesetzt, der dann gesagt hat, okay, das brauchst du eigentlich wirklich, damit du da abliefern kannst in diesem Sport oder auch bei den Wettkämpfen. Wie sieht dann so ein Tag bei euch aus? Was macht ihr dann alles sportlich, außer an den Hindernissen rumhangeln?
Ja, also im Endeffekt ist ja so das Spektrum, was ein Ninja können muss, total breit gefächert. Ja. Weil du springen musst, du brauchst eine gute Koordination, du musst hangeln können, du brauchst Kraftausdauer, Explosivkraft. Und in dem Sinne trainieren wir auch sportartspezifisch. Das heißt, es gibt verschiedene Teile des Trainings, wo wir natürlich versuchen, unsere Schwächen ein bisschen zu verbessern. Ob das ein gezieltes Athletiktraining ist, ob das ein Techniktraining an Hindernissen ist, ob das ein reines Ausdauertraining ist. Das ist immer relativ unterschiedlich, je nachdem, was für einen Zyklus wir gerade durchlaufen, aber schon immer auf die Sportart bezogen. Also jetzt praktisch gesehen, montags haben wir dann einen Gymtag, wo wir Maximalkraft machen in einem Fitnessstudio. Dienstags haben wir dann Techniktraining, wo wir dann bei uns im Garten im eigenen Parcours Hindernistraining machen. Mittwochs ist dann Ausdauertraining und ein bisschen Beweglichkeit, Mobility. Genau, so sieht unser Trainingsinhalt im Endeffekt aus. Ja, also eine Menge Stunden in der Woche oder am Tag sportlich unterwegs, ja klar. Auf jeden Fall. Und sag mal, hattet ihr denn Bedenken, als ihr gesagt habt, ihr macht da bei so einer TV-Show mit? Ne? Aline, du hast vorhin auch gesagt, du warst dann irgendwie kurz mal ein paar Sekunden zu sehen, natürlich mit dem Fail. Das wurde rausgesucht, gut, mehr gab es noch nicht. Aber habt ihr da irgendwie Bedenken gehabt auch, ob das vielleicht auch eher negative Auswirkungen haben kann, wenn man da mitmacht, oder ob man dann irgendwie durch den Kakao gezogen wird, wie man es vielleicht manchmal so kennt? Wie war das da für euch? Ich glaube, eigentlich habe ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht zu Beginn, weil ich da einfach nur, ich hatte keine großen Erwartungen bei meiner ersten Teilnahme. Ich bin da reingegangen und habe gesagt, ich versuche das einfach mal. Ich gehe da mit Spaß an die ganze Geschichte dran. Den hatte ich auch trotz der 42 Sekunden. Und da habe ich mir bei den ersten Aufzeichnungen gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich glaube, da macht man, also in meinem Fall ist es so, dass ich mir da eher Gedanken mache, jetzt, wo ich schon so lange dabei bin, weil natürlich mit der Leistung, die kommt, kommt natürlich auch Druck von außen, beziehungsweise man macht sich auch selbst Druck. Jetzt hat man schon den Titel gewonnen und dann will man das natürlich auch wieder bestätigen, die Leistung. Da, ich glaube, jetzt ist bei mir zumindest mehr Druck drin. Ich weiß nicht, wie das beim Benni ist, aber am Anfang bin ich da sehr, sehr entspannt rangegangen. Ja, auch schön. Ja. Ne? Benni, wie war es bei dir? Oder ist es? Bei mir ist es im Endeffekt das Gleiche. Also man muss natürlich sagen, wenn du das erste Mal an so einer Show teilnimmst, ist natürlich alles total überwältigend. Ne? Ja. Du kommst dahin, dann das erste Mal Pressearbeit, dann bist du da, kommst du in diese Riesenhalle und siehst nur diese Riesenkameras und alles ist groß und mit Zuschauern, und dann ist man halt in dem Moment so überwältigt, ne, das ist ein Gefühl, das ist wirklich unbeschreiblich, dass man sich gar keine Gedanken darüber macht. Ne. Klar, sagt man, man will so sportlich so weit kommen wie möglich, aber jetzt irgendwie im Hinterkopf zu denken, ich muss jetzt dahin kommen, um mich nicht zu blamieren, das hast du nicht. Aber Jahr für Jahr, wenn man besser wird, wenn man das Training macht, wenn man vor allem selber weiß, was man eigentlich kann oder wozu man in der Lage ist, wird natürlich der Druck auch größer. Und ich glaube, da geht es dann gar nicht primär darum, dass man irgendwie denkt, dass irgendjemand vom Fernsehen denkt, oh, der kann nicht, sondern dass man sich selber natürlich beweisen möchte, okay, ich möchte dieses Jahr weiterkommen als letztes Jahr. Ja, klar, der Wettkampfgedanke, ne? Sportsgeist. So, genau, ja. So ist es, ja. Und ihr habt es gerade schon angesprochen, der Druck, ja, und ich kann mir schon vorstellen, das fände ich jetzt auch nochmal spannend, wie geht ihr denn damit um? Also zum einen der Druck allgemein, den man sich selber macht, wie du schon sagst, weil man ja weiterkommen will, aber auch dann doch jetzt auch der steigende Druck vielleicht von außen, weil ihr natürlich immer mehr jetzt auch in der Öffentlichkeit steht, das Ninja Couple seid. Und ja, wie geht ihr damit um, oder habt ihr irgendwelche Tools, dass ihr dann einfach entspannter seid? Ja, ich glaube, zum einen ist es total gut, dass wir uns beide haben, ne? Weil wir sind halt in derselben Situation, man kann sich gut austauschen, der andere kennt vor allem die Situation. Ich meine, wenn jemand anderen erzählt, ich stehe da an der Startplattform, mein Herz rast 300 Schläge und mir wird schlecht, dann sagt natürlich jeder Normale, ey, was ist mit dir los, du stehst doch nur vor diesem Parcours, wo ein bisschen Wasser ist. Ganz halt perfekt nachvollziehen. Das ist für mich zumindest total gut und wichtig, dass ich da eine Ansprechpartnerin habe. Und es ist schon so, dass man kleine Rituale auch entwickelt, Atemtechniken vorher, gleiche Abläufe vor der Show, damit man da einfach eine gute Struktur hat. Also ich persönlich habe jetzt nicht irgendwelche Tools. Es ist einfach bei mir so, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Startsignal losgeht, beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, wo ich loslaufen kann, ist der Druck riesig. Aber sobald ich loslaufen kann, habe ich eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht mehr viel im Kopf. Dann ist so wie alles weg.
und dann bin ich nur noch auf meinen Lauf fixiert. Und das, ich glaube, das kann man jetzt nicht großartig als Tool bezeichnen, aber das ist einfach bei mir, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, dass wenn das Startsignal kommt, dann weiß ich, ich kann mich jetzt auf den Parcours fokussieren. Das klingt jetzt relativ simpel, also richtig gut, dass ihr da sozusagen so diesen Fokus halten könnt oder das einfach irgendwie doch, ja dann doch am Ende auch irgendwie locker nehmen, finde ich. Ja, ich musste übrigens gestern auch in der Vorbereitung, habe ich nochmal so dran gedacht, dass das Ganze, was ihr so macht, mich auch ein Stück weit an den Film oder das Buch gibt es auch, ich habe nur den Film gesehen, Der Pfad des friedvollen Kriegers erinnern musste. Kennt ihr den? Ich leider nicht. Nee. Ich auch nicht. Okay, dann Empfehlung an euch und an alle eure Sportskanonen. Guckt euch den mal an von Dan Millman. Und ja, dann reden wir danach nochmal drüber. Ja. Aber auch an alle, die es jetzt gerade hören, falls ihr es noch nicht kennt, definitiv krasse Empfehlung. Denn da geht es nämlich auch um Sport und ein Stück weit um Spiritualität, aber eben auch, wie du es in so einem Wettkampf oder so einer Drucksituation schaffst, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und bei dir zu sein und dann halt eben Bestleistung abzuliefern. Ja. Um es mal so ganz kurz zu fassen. Deswegen, ja, genau. Und jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie ist es denn, also könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das jetzt noch Jahre lang macht? Oder habt ihr noch so weitere Wünsche, Pläne, Ziele, die sich jetzt so aus dieser ganzen neuen Situation für euch schon ergeben, wo ihr sagt, boah, jetzt sind wir da irgendwie in der TV-Show, treten jetzt als Ninja-Couple auf und was könnte da noch so draus entstehen? Habt ihr da schon weitere Ziele und Wünsche? Ja, also erstmal würde ich sagen, sehen wir uns so ein bisschen als Markenbotschafter. Ne? Die Sportart ist ja noch total jung. Es ist so, dass durch Ninja Warrior Kids jetzt da eine relativ breite Masse nachkommt und Aline und ich versuchen den Sport halt wirklich gerade auch außerhalb der Show gerade in Deutschland so zu etablieren, dass das eine richtige eigene Bewegung wird. Wir waren letztes Jahr 5 Wochen in Amerika, haben da trainiert, haben verschiedene Hallen besucht, unter anderem bei der Weltmeisterschaft mitgemacht. Und wenn man sich anschaut, was da diese Sportart, was das für eine Bewegung ist, also um da mal ein Bild von zu machen, wir hatten da morgens um 8 Uhr unseren ersten Durchgang bei der Weltmeisterschaft. Da waren da in dieser Halle, glaube ich, 5.500, 6.000 Zuschauer um 8 Uhr morgens. Und wir eigentlich damit gerechnet haben, ja, okay, der erste Lauf um 8 Uhr, da wird eh keiner in der Halle sein. Und es ist halt wirklich da eine richtig fest etablierte Sportart. Hm. Ja, und unser Traum wäre natürlich, wenn wir so ein bisschen mithelfen könnten, die Sportart so populär zu machen, dass vielleicht auch nachfolgende Leute wirklich davon leben können, weil es ist halt eine Profisportart. Ne? Also wir trainieren täglich, man kann sich vorstellen, mit Ernährung und mit allem drum und dran, muss man halt auch viel verzichten und muss halt viel dafür tun, um auch besser zu werden. Und deswegen hat dieser Sport einfach verdient, auch so wahrgenommen zu werden, dass es ein Profisport ist. Und das wäre halt super. Wenn dabei dann ein Job beim TV als Moderator dazu kommen würde oder so, da würden wir natürlich nicht Nein sagen. Okay, haben wir jetzt schon mal gesetzt. Ja, macht ja aber auch Sinn, ne? Ich meine, fände ich jetzt für euch total, also ja, voll schlüssig, weil ihr seid so krass in diesem Sport drin, ihr kennt das alles, also warum nicht, ne? Kann passieren. Freue ich mich drauf. Ja, sehr. Wir uns auch. Ja, also zum zeitlichen Rahmen, ich weiß nicht, ich will mich da jetzt nicht festlegen, weil es gibt auch wirklich viele ältere Ninjas, die da wirklich gut noch, also wirklich gut noch performen. Aber wahrscheinlich 3-4 Jahre maximal werden wir das noch aktiv werden. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann weiterhin machen. Ja gut, dann so, ne, Step by Step, jetzt erstmal so, aber es sind doch schon auf jeden Fall schöne Ziele mit dabei. Und du hast es auch gerade noch erwähnt, Benni, auch Ernährung spielt ja eine Rolle bei euch. Also ich meine, wenn ich das gerade so gehört habe, ich finde das, man sagt es ja immer so, es ist eigentlich ein kompletter Lifestyle, den ihr einfach habt, ne? Weil ja, bestimmte Dinge werden einfach gar nicht gehen, weil ihr dann euch nicht auf den Sport oder auf andere Dinge konzentrieren könnt und ihr tatsächlich einfach fit sein müsst, wollt, um dann wirklich da auch abzuliefern, ne? Also wie ist das so mit der Ernährung bei euch? Da achtet ihr wahrscheinlich auch sehr stark drauf. Ja, total. Also das Ding ist natürlich, in unserer Sportart muss man lange und viel hängen und hangeln können. Und das bedeutet so dieses Kraft-Lasten-Verhältnis, wie viel Muskeln habe ich und wie viel wiege ich, muss halt immer gut sein. Und wenn man sich das in den letzten Jahren anschaut, gerade in Deutschland, es ist schon noch so, dass die Parcours eher darauf ausgelegt ist, dass man die Grundkonstitution eines Kletterers hat, das heißt leicht ist, lange hängen kann.
Das ist natürlich bei mir mit 1,90 und relativ viel Muskelmasse nicht ganz so einfach. Deswegen müssen wir schon sehr, sehr strikt auf die Ernährung achten. Mhm. Und dazu kommt natürlich bei unserem Trainingspensum, dass der Faktor Regeneration einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Das heißt, wenn wir jetzt hier heute 5 Stunden trainieren, dann braucht der Körper natürlich danach eine aktive Regeneration, damit wir morgen wieder trainieren können. Ja. Und deswegen ist für uns Ernährung, ja, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber fast schon nur ein Zweck, um den Körper gut am Laufen zu halten. Das heißt, so Geschichten wie ein netter Spielabend mit Gummibärchen oder ins Kino gehen und mal Popcorn und Cola kennen wir halt dann leider nicht. Krass. Oh weia. Ja, dann würde manch einer jetzt wahrscheinlich denken, oh, das ist aber auch traurig. Aber gut, es gehört halt dann dazu, ne? Gibt dann irgendwann auch mal wieder Phasen, wo man sich das dann sicherlich auch einmal mehr erlauben kann. Oder bestimmt gibt es auch mal einen Moment, wo ihr eine Ausnahme macht. Aber klar, am Ende. Darf man keinem sagen, aber 4 Wochen im Jahr geben wir Vollgas. Ja, da wirklich. Da wird alles gegessen, was wir essen wollen. Da wird auch hier und da mal ein bisschen Alkohol getrunken. Also da... Und klar, ich meine, Feiertage, Weihnachten, da machen wir auch eine Ausnahme, ist ja völlig klar. Aber das Ding ist einfach, wir haben es ja jetzt auch schon selbst getestet. Also man liest ja immer irgendwelche Sachen, man soll sich gesund ernähren, aber richtig merken tut man es dann erst, wenn man es ausprobiert, mal das nicht so zu machen. Und wenn du einfach besonders schlecht isst oder auch mal Alkohol trinkst, das merkst du noch eine ganze Woche im Training bei uns in dem Fall. Jetzt, weil wir mit dem Ausdauersport natürlich schon eine krasse Richtung haben, diesen Ausdauerhangelsport. Wenn du hier mal eine kleine Einheit machst, dann pass nicht auf, aber wenn du dann wirklich intensiv trainierst, dann ist es schon schwierig. Naja, und dann hast du halt mehr Ärger im Endeffekt, ne, bei den Trainingseinheiten, als du irgendwie den Spaß hattest. Ja, da finde ich schon, ja, schon sehr, sehr viel Disziplin gehört dazu, ne? Total, ja. Ja, da ist wahrscheinlich auch wieder gut, dass ihr euch beide habt, dass man sagen kann, okay, komm, let's go, das halten wir jetzt weiter durch, beziehungsweise natürlich auch jemanden zu Hause hat, der dann im Endeffekt eben den gleichen Lifestyle hat, auf die Ernährung achten muss, Sport macht und so weiter und einfach versteht, ne? Und die einfach gemeinsam das Gleiche leben können, als wenn jetzt jemand hast, der, weiß ich nicht, der total auf die Ernährung pfeift, dann wird es natürlich doppelt schwer. Ja, es ist klar, ne? Wenn du abends auf der Couch vom Fernseher sitzt und dein Partner sagt, ach komm, lass uns eine leckere Pizza bestellen, das ist natürlich was anderes, als wenn ich sage, ey, Schatz, sollen wir eine Pizza bestellen und Aline kommt mit einem Eiweißshake und sagt, hier ist deine Pizza. Ah, cool. Nicht nur das Essen, auch die Trainingsdisziplin. Jeder hat ein Trainingsloch und hat mal gar keinen Bock. Oder es gibt auch Einheiten, die machen gar keinen Spaß, aber die machen, weil sie einfach besonders wichtig sind für deinen Trainingsprozess. Hm. Und dann ist es schon so, dass wir uns gegenseitig da auch unterstützen und pushen. Wenn der eine mal keine Lust auf irgendwas hat, dann sagt der andere, komm, das ist aber wichtig, komm, wir machen das jetzt. Also ich kann es eigentlich ganz ganz genau sagen, also hätte ich ihn nicht und würde das nicht mit ihm so intensiv alles zusammen machen, hätte ich letztes Jahr auch den Titel nicht gewonnen, weil ich einfach nicht die Disziplin aufgebracht hätte, so zu trainieren oder auch beim Essen so eine Disziplin aufzubringen, dass das einfach für mich auch diesen Fortschritt da gebracht hat. Wow. Ja, ne? Shoutout an Benni. Ja, vielen Dank. Das ist die Wahrheit. Ja, sehr cool. Ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn, ne, wenn man einfach jemanden hat, wo ihr da einfach gemeinsam miteinander und wie du auch meintest, der eine hat mal ein Tief, dann kann der eine den pushen und so weiter. Kennen wahrscheinlich viele auch aus anderen Lebensbereichen. Wenn das halt so ist, ist das natürlich super, super wertvoll, ja. Und sag mal, wir werden halt auch immer gefragt, ob wir nicht in Konkurrenz stehen, ne? Weil es ist ja irgendwie bei mir so in den letzten Jahren gewesen, dass ich in der Show nicht ganz abliefern konnte, beziehungsweise nicht das zeigen konnte, was ich eigentlich kann. Und dann gibt es natürlich immer gerade die Schlauen auf den Social-Media-Kanälen, die sagen, du lässt dich von deiner Frau abziehen und so. Aber ich muss halt sagen, als die Aline letztes Jahr, der Moment, wo sie Last Woman Standing wurde, ist sie dann zu mir gekommen und hat mir die Medaille umgelegt. Und da habe ich halt einfach gemerkt, nee, bei uns ist es halt nicht so, sondern wir machen das so extrem zusammen, ne, und haben halt die Erfolge und Niederlagen zusammen, dass da gar keine Konkurrenz entsteht, sondern wir freuen uns. Also ich freue mich auf jeden Fall.
Sehr, sehr cool. Ist auch schön, wie ihr immer erstmal für euch redet, das merke ich, und dann halt ne einfach der andere auch nochmal sagen kann, wie er das so sieht. Ich hatte gerade schon wieder Gänsehaut übrigens, als du das mit der Medaille gesagt hast. Finde ich so, so cool, einfach auch diesen Wettkampf, dieses Wettkampf-Feeling. Ne? Also ich kenne das auch noch früher, ich habe jahrelang Hockey, Feldhockey oder in der Halle gespielt, und da kenne ich das auch sozusagen so, wenn dann die Zuschauer anfeuern und du einfach da noch siegen willst oder Tore fallen. Also so ähnlich kann ich mir das da auch in so einer Halle vorstellen. Ja. Und wie ist denn das? Ich habe in den Videos sieht man ja auch, dass dann am Rand immer, wenn ein Kandidat halt gerade da in Action ist, können ja die auch anfeuern, so ein paar Leute. Mhm. Und dann natürlich aber vielleicht auch andere Teammitglieder oder ähnliches oder vermeintliche Konkurrenten. Wie nehmt ihr das denn wahr? Ihr habt vorhin schon von der Community gesprochen. Wie ist es denn dann wirklich so hinter den Kulissen? Ist es auch teilweise ein Konkurrenzgedanke oder ist da wirklich alles so ein Miteinander und Sportsgeist irgendwie am Start? Erzählt mal da ein bisschen was. Also klar, wir sind halt alles Profisportler, also zumindest ab Halbfinale auch in der Show, jeden, den du da siehst, das sind keine Hobbysportler, die zweieinhalb Mal ein paar Klimmzüge gemacht haben und da mitgemacht haben, sondern das sind halt alles Leute, die sich wirklich explizit auf diese Sportart, auf die Show vorbereiten. So. Und natürlich will jeder gewinnen, na klar. Und natürlich ist es so, letztes Jahr war ja klar, es gab ein Hindernis, bei was Aline schaffen musste, beziehungsweise sie hatte ja einen Zweikampf gegen ein anderes Mädel. Und es gab ja das Hindernis, wo das Mädel gescheitert ist. Und Aline musste über dieses Hindernis hinwegkommen. Und dann war natürlich auch klar, dass alle Leute, die zu der Konkurrenten gehört haben, vielleicht gedacht haben, es wäre jetzt nicht ganz so schlecht, wenn die Aline da wird. So, ich glaube, dass das selbstverständlich ist, sonst hätten wir auch gar keinen Antrieb, den Sport zu machen. Wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, ja, ich will das Ding gewinnen, dann müsste ich da gar nicht diesen Aufwand betreiben. Hm. Was man aber sagen muss, in Trainings und um die Wettkämpfe drumherum, ist das eine Community, wo sich jeder pusht. Hm. Das ist so, dass man zusammen trainiert, dass man gelobt wird, dass man sich gegenseitig verbessert. Natürlich, wie in jeder Community, gibt es jemanden, den man vielleicht ein bisschen mehr mag und den anderen nicht. So, das gehört ja einfach dazu. Aber im Großen und Ganzen habe ich das auch noch in keinem Sport kennengelernt. Hm. Dieses positive Zusammensein, egal ob jetzt jemand, der noch nie den Sport gemacht hat, dazukommt, dem wird geholfen, oder ob die Pros untereinander trainieren. Es ist halt immer eine positive Stimmung, wo man sich besser machen will. Ja, und vor allem auch diese Kombination von jung und alt. Also diesen Sport kann einfach ja jeder machen. Ich glaube, wir haben hier einen in der Community, der immer dabei ist, der ist schon weit über 50 und der aber auch den Sport betreibt, dann auch eine Himmelsleiter nach oben gehen kann, wie jeder andere. Also Himmelsleiter ist dieses Hindernis, wo man mit einer Stange nach oben springt, was er genauso gut wie alle anderen auch hinbekommen kann. Und das finde ich halt so toll. Und dann hast du die kleinen 10-jährigen Kiddies, die dann da mitmachen, und das ist schon cool. Das ist wirklich ein Sport für jedermann. Ja, und das macht den Sport halt auch einfach aus. Ne? Also wenn du jetzt nächste Woche mit uns trainieren würdest und würdest den Five-Step, also diesen Anfangssprung, das erste Mal schaffen, würden wir dich total dafür feiern, weil du das für dich geschafft hast. Genau. Und so haben wir halt unsere Hindernisse einfach auf einer anderen Ebene, die wir versuchen zu schaffen, und da freut sich auch jeder mit. Aber es wird jetzt nicht unterschieden, weil vielleicht du am Anfang bist und erstmal mit Hindernissen anfängst, die wir natürlich können, dass wir das dann nicht feiern und nicht sagen, super, und du ein gutes Feedback bekommst oder eine Hilfe. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Ding, was für Neulinge und Anfänger den Sport total interessant macht. Ne? Weil in anderen Sportarten ist es so, ich glaube, wenn ich jetzt zu Bayern München gehen würde und sagen würde, hey Jungs, kann ich mal eine Runde mit euch trainieren? Würden die nicht sagen, klar, versuch den Ball mal hochzuhalten. Und es ist jetzt gerade noch so, dass du wirklich als Neuling in die Hallen gehen kannst. Da müssen die Leute sich auch keine Sorgen machen. Sprecht einfach die Erfahrenen, nimm das an. Die sind alle offen und man kann direkt mit denen zusammen trainieren. Das, glaube ich, zeichnet die Community auch aus. Ja. Das klingt schön. Also ich hatte vorhin schon überlegt, als Benny gesagt hat, ja, wenn man sich dann da so im Fernsehen die Sachen anguckt und denkt, ach, das kann ich auch, ich mache mal mit. Ich denke mir jedes Mal, nee, könnte ich nicht. Also zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt und sportlichen Stand. Gut, vielleicht ist anfangs dieses Gehüpfe da, wer weiß. Aber Kraft ist bei mir gleich null gefühlt. Aber irgendwie ist es dann doch auch spannend, glaube ich, wenn man da mal so ein bisschen startet und einfach dann irgendwann diese Erfolge hat, ne, und merkt, boah, guck mal, da bist du bis dahin gekommen, oder beim nächsten Mal schaffst du es eben mehr. Ich meine, es gefiel, so wie ich das bisher mitbekommen habe,
gehört ja auch viel Taktik doch auch dazu oder einfach dann am Ende gewusst, wie du vielleicht wo hinschwingen musst, wie oft und in, ja, mit welcher Art und Weise, ne? Also von daher, klar, so wie mit allem kann man auch lernen und auch ich, aber ich freue mich, also auch wäre ich auch in den Hallen herzlich willkommen. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, wie ist es denn, wenn ihr jetzt sagen würdet, also nehmen wir mal mich, ich habe da jetzt gar keine Ahnung von, würde auch behaupten, also grundsätzlich bin ich sportlich, aber habe jetzt nicht so viel Kraft und so weiter, also da dürfte ich, glaube ich, ganz viel noch dran arbeiten. So jemanden, wer da jetzt wirklich so neu in die Hallen kommt, was empfiehlt ihr demjenigen? Wie fängt man am besten an? Wie oft sollte man trainieren? Gibt es da so ein paar Tipps? Ja, also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man das irgendwie hinbekommt, dass man sich jemanden vielleicht sucht, der die Sportart schon mal gemacht hat. Also es gibt da mittlerweile, muss man sagen, mehrere so Jumphäuser, die einen kleinen Ninja-Parcours mit drin integriert haben. Aber es gibt auch immer mehr Ninja-Hallen, die jetzt gerade in Deutschland in nächster Zeit eröffnen. So, und ich persönlich würde einfach in die Halle gehen, würde mir ein Hindernis aussuchen, wo ich Lust zu hätte und würde es einfach probieren. Ja, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch mal so eine Rückmeldung hat. Dann ist immer ein Vorteil, sich einen erfahrenen Ninja zu schnappen und zu sagen, hey, lass uns mal zusammen so einen Parcours nachbauen. Hier, wir nehmen 4, 5 Hindernisse und dann probieren wir das mal, dass man da im Endeffekt damit Step by Step dann anfängt und sich dann einfach von den Pros immer wieder Tipps abholt. Ja, und das ist, glaube ich, auch am Anfang sehr wichtig, als wir den Sport angefangen haben. Also ich in meinem Fall war davor noch nie Bouldern und Klettern. Und ich denke, da kann jeder bei Bouldern und Klettern kann jeder in seinem Rahmen mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden anfangen, um mal Richtung Griffkraft, ein bisschen Ausdauer, was auch Hängen angeht und so weiter. Weil jetzt jemandem zu sagen, der noch nie einen Klimmzug gemacht hat, geh mal an eine Stange und versuch einfach mal einen Klimmzug, ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich finde, Bouldern und Klettern ist dann eine ganz gute Brücke, um einfach mal den Einstieg zu haben. Und dann entwickelst du ja, je nachdem, wie oft du das machst, auch schnell Fortschritte. Und dann hast du irgendwann auch, gehst du dann auch in die Richtung, dass du die Basiskraft für das ein oder andere Hindernis mitbringst. Und ansonsten hat der Benni vollkommen recht. Bei dem Sport ist es halt einfach bei den Hindernissen Learning by Doing. Von und sich bei anderen Leuten die Sachen anzuschauen, wirst du das Hindernis in der Regel nicht schaffen. Und deswegen einfach versuchen. Ja, und machen. Einfach mal wirklich. Das ist das Allerwichtigste. Am Anfang war es halt bei uns auch, immer als wir neu in der Sportart waren, da kommst du in der Halle und dann siehst du da die Leute, die da rumfliegen und dann hast du halt schon irgendwie eine Hemmschwelle. Ne? Und irgendwann ist halt so, dass, ich meine, du kannst ja nur besser werden, wenn du es ausprobierst. Deswegen go da dran. Und ich, klar, das ist immer so, der Fokus liegt dann auf der Show, ne, und alle reden immer von der Show, aber es gibt mittlerweile auch so viele kleine Wettkämpfe, gerade für Leute, die sagen, ja, ich hätte Lust, den Sport zu machen, will aber nicht ins Fernsehen und will nicht stehen. Man kann halt den Sport, die Sportart mittlerweile auch tatsächlich auf kleinen Wettkämpfen in kleinen Hallen betreiben, was genauso spannend ist, wo du genauso Herausforderungen hast, wo dann aber nur vielleicht 50 oder 100 Leute sind, was in einem total familiären Rahmen ist. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle, die Lust haben, das zu machen. Das ist wirklich nochmal ein guter Hinweis. Ja, das stimmt. Klar, weil das habt ihr ja auch am Anfang gesagt, ne, dass super viele Hallen irgendwie eröffnen, immer mehr Leute das anbieten und dann dadurch natürlich auch wahrscheinlich zusätzliche Wettkämpfe dann irgendwie kreiert werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt nicht in der aktuellen Situation wären, hätten wir jeden Monat mindestens einen Wettkampf. Also wir sind ja relativ nah dran und sehen das ja, was an Hallen da jetzt noch kommt in Zukunft, beziehungsweise was da auch, wir haben ja inzwischen ein Ligasystem in Deutschland, wo man auf verschiedenen Wettkämpfen Punkte sammeln kann. Ach, auch das? Ja, alles wieder in normalen Bedingungen läuft, hast du da jeden Monat mindestens einen Wettkampf, an dem du dran teilnehmen kannst, teilweise sogar auch europaweit. Ja. Und das ist einfach ein Sport, der ist so grandios schnell am Wachsen, weil es halt einfach auch ein geiler Sport ist, muss man ja auch mal so sagen. Und das ist einfach so viel mehr als nur die Show. Die Show ist jetzt, würde ich sagen, einfach das i-Tüpfelchen, wer da Lust drauf hat. Aber das ist einfach auch außerhalb der Show ein übertrieben cooler, spaßiger Sport. Also ich muss sagen, je länger wir hier drüber reden, kommt zum einen meine Erinnerung an damals wirklich an die Hockeyzeit mit Halle und voll und dieser wirklich dieser sportlichen Stimmung. Und wenn ihr das so erzählt, denke ich, okay, na mal gucken, ob ich mich da auch mal ranwage. Also jetzt nicht so wie ihr, aber vielleicht mal im kleinen Rahmen. Aber ja, ihr sagt auf jeden Fall das Richtige, ne? Wirklich einfach machen, sage ich auch immer in anderen Bereichen. Und auch da natürlich, ne? Trauen, rangehen, einfach starten. Ich meine, Aline, du hast es vorhin gesagt,
du hast auch in der ersten Runde, wo du mitgemacht hast, bist du irgendwie bis zum zweiten Hindernis gekommen so und dann danach abgesahnt. Ja. Voll cool. Ganz guter Fortschritt. Ja, also hast du auf jeden Fall das eine Jahr gut trainiert und dran gearbeitet. Und jetzt gerade gesagt, wie ist es denn die aktuelle Situation? Wie ist da so gerade euer Fokus? Also lasst ihr euch da so ein bisschen ja, runterziehen, wahrscheinlich eher nicht, dass ihr vielleicht jetzt gerade nicht so viel trainieren könnt oder nicht so viele Wettkämpfe haben könnt? Oder habt ihr da einfach auch weiterhin den Fokus auf das, was gerade geht und freut euch einfach aufs nächste Jahr? Also zum einen ist natürlich bei uns, dass wir die Wettkampfsaison ist komplett abgesagt. Das heißt, dieses Jahr werden keine Wettkämpfe mehr stattfinden. Dann viele Promotion-Auftritte, Verhalleneröffnungen sind natürlich auch alle gecancelt, was für uns ein bisschen ärgerlich ist, aber das ist halt so, kann man nichts mehr machen. Der Vorteil ist, jetzt haben wir natürlich mehr Zeit, fokussiert zu trainieren, weil wir halt nicht noch 10 Termine drumherum haben. Und wir haben natürlich das Glück, dass wir bei meinen Eltern im Garten uns einen eigenen Parcours über einen Pool aufbauen konnten. Und da können wir natürlich jetzt ausgelassen trainieren. Ja, also eigentlich ist es für uns jetzt gerade so, dass die reinen Trainingsmöglichkeiten sich sogar wahrscheinlich vom Zeitfaktor ein bisschen verbessert haben, weil wir einfach nicht mehr so viele andere Termine gerade haben. Aber wir freuen uns natürlich super, wenn es wieder normal losgeht, gerade die Wettkampfgeschichte, um in einem Rhythmus zu bleiben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für uns. Und wenn dann die ganzen Studios, ne, man muss halt auch sagen, dass für uns ganz wichtig ist, dass wir immer in verschiedenen Locations trainieren, weil natürlich jede Halle einen eigenen Charakter hat. Die Hindernisse sind unterschiedlich. Und das macht ja auch einen guten Ninja aus, dass er sich schnell anpassen kann an verschiedene Hindernisse. Deswegen sind wir vom Grundsatz natürlich auch froh, wenn es dann wieder normal weitergeht. Ja. Drücken wir die Daumen auch für euch. Ich hatte vorhin noch, wir haben ja schon angesprochen, Taktik, Technik, Mindset, Ausdauer und was nicht alles dazugehört. Würdet ihr denn sagen, dass teilweise schon bei bestimmten Hindernissen es wichtiger ist, dass man also vom Kopf her einfach weiß, okay, ich schaffe das oder ich ziehe das einfach durch und da sehr fokussiert ist oder eher weiß, okay, ich habe die Technik drauf und weiß, bei dem und dem Hindernis muss ich das so machen, damit es dann auch wirklich funktioniert. Klar, wahrscheinlich ist es mehr ein Mix, aber wie ist da so eure Erfahrung? Also speziell bei mir, da muss ich jetzt nochmal anfangen zu reden. Bei mir ist es definitiv so, dass das Mindset 70-80% ausmacht. Also ich bin ja dieses Jahr auch an einem Gleichgewichtshindernis gescheitert, was ich in 200 verschiedenen Trainingshallen mit Augen zu schon alles geschafft habe. Nur in dem Moment war mein Mindset einfach nicht gut. Und dann haut sich halt runter. Also es ist so, man kann halt die Technik irgendwie ausmerzen, wenn du ein Hindernis machst, wo du dich mal verhaspelt hast, wo du dann trotzdem noch mit Kraft so durchkommst. Aber wenn der Kopf nicht stimmt, dann kannst du auch direkt einen Kopfsprung ins Wasser machen. So ein Mindset macht unglaublich viel aus. Aline, wie ist bei dir? Also auch bei mir macht Mindset total viel aus. Ich kann jetzt als Vergleich zum Beispiel meinen Vorrundenlauf nehmen. Da war ich einfach auch total aufgeregt. Das war ja quasi die erste Show wieder gewesen seit langem. Und wenn man da mit Aufregung dran geht, ist es einfach so, dass die Muskeln viel schneller übersäuern, wenn du dann irgendwie da total nervös in die Geschichte reingehst. Und in dem Fall konnte ich dann auch einfach nicht mehr in dem Halbfinale, wo wir jetzt am Freitag zu sehen waren. Da war ich total fit, ne, dass ich am Ende die Mega-Wall nicht hochgekommen bin, also diese riesige Wand und dann die kleine auch nicht geschafft habe. Das war jetzt weniger Mindset, das war einfach Pech gewesen. Aber da bin ich so viel relaxter reingegangen und wie viel Power man dann hat. Also wenn man halt entspannter in die Geschichten reingeht. Aber ich bin auch bei Benny und sage, Mindset macht gerade bei Ninja Warrior in der Show jetzt speziell einen extrem großen Faktor aus. Also, Punkt eigentlich. Ja. Punkt. Ja, okay. Kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt habe ich mir gerade noch mal die Frage gestellt, wenn wir da bei dem Mindset und der auch, also Mindset-Thema auch Show sind, wird euch denn da eigentlich jemand zur Verfügung gestellt, auch nochmal so Backstage, bevor man dann irgendwie rausgeht, der einen auch nochmal so ein bisschen beruhigt oder der einen allgemein überhaupt am Anfang auch erklärt, wie das bei so einer TV-Show abläuft und was man zu tun hat? Also wie ist denn das so Backstage? Das, was ihr verraten dürft.
Also erstmal hat man ein relativ großes Team, was sich um einen kümmert, was total nett ist. Und wenn man Hunger hat, es gibt Essen, Getränke, ein großes Physio-Team. Man hat ja vorher auch verschiedene Presseauftritte in der Greenbox, wo man Interviews geben muss. Ja. Und da ist man wirklich super, super aufgehoben. Also man wird da durch den Tag geführt, gerade wenn man neu ist, da ist immer jemand der Ansprechpartner ist. Klar, bei so einer TV-Produktion, jeder Schritt wird dir erklärt, wo musst du hin, was machst du jetzt. Tatsächlich fürs Mindset gibt es niemanden. Mhm. Also, na, das seid dann ihr bald. Ja. Zum Beispiel. Aber den neuen Job kreiert. Da ist es schon, ja. Also ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, wo noch Riesenbedarf ist. Weil du hast ganz, ganz, ganz viele Athleten in der Show, die rein von der Körperlichkeit das Zeug dazu hätten, ganz weit zu kommen, wenn nicht sogar die Show zu gewinnen, die aber mit dem Kopf dann einfach nicht, also vom Mindset das nicht packen. Ja? Und ich glaube, dass gerade bei unserem Sport, dass das eigentlich ein Feld ist, wo jeder dran arbeiten müsste, weil es halt so viel ausmacht, was aber ja entweder noch nicht verbreitet genug ist oder vielleicht gibt es auch nicht genug das Angebot. Klar, ich habe mich auch schon mit dem Thema auseinandergesetzt und habe auch gesagt, ey, ich brauche da jemanden, der mir mal ein paar Strategien zeigt oder wie gehe ich damit um, weil wenn du wieder im Halbfinale wegen einem blöden Fehler rausfällst, weil dein Kopf nicht klar ist, irgendwann ärgert es dich halt richtig. Ja, klar, ja. Schon, da wäre auf jeden Fall mehr als genug Potenzial, ne, mal eine Strategie zu entwickeln. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dadurch, dass das, ich glaube, wir sind jetzt in der 5. Staffel dieses Jahr, das heißt, dass diese Show gibt es seit 5 Jahren und somit den Sport auch erst seit 5 Jahren in Deutschland. Und es ist ja bei jedem Sport so, dass der sich entwickelt mit der Zeit. Und egal in welche Sportart, die es schon seit ewig gibt, wenn man da reinguckt, ist es bei den professionellen Athleten, haben die alle einen Mentalcoach. Mhm. Die sich da, also Sportpsychologie, ein eigenes Feld. Mhm. Und ich glaube, auch in Ninja wird sich das mit Sicherheit in Zukunft etablieren, dass es da irgendwas gibt. Jetzt vielleicht nicht im Rahmen der Show, aber außerhalb der Show. Mhm. Aktuell kümmert man sich da noch selbst drum, wenn man da Bedarf sieht. Aber mit Sicherheit wird es da bald irgendwann im Laufe der Jahre ein neues Feld geben. Ja, wie ist das denn? Also ihr habt ja vorhin, habt ihr ja gesagt, klar, Mindset ist wichtig, aber ihr kommt einigermaßen ganz gut damit klar. Aline blendet es aus. Okay, Benny, mal klappt's, mal nicht. Aber zumindest habt ihr da irgendwie doch auch eure Herangehensweisen, was ihr dann im Vorfeld macht mit Atmen und so. Mhm. Aber habt ihr sonst in der Vergangenheit euch mit Themen befasst, die, keine Ahnung, rund um Persönlichkeitsentwicklung oder einfach Bücher gelesen, Filme geguckt, I don't know, die euch dafür auch nochmal irgendwie gestärkt haben? Ja, ich habe verschiedene Podcasts mir tatsächlich angehört, habe mir auch teilweise in Gesprächen professionelle Hilfe schon geholt, wo ich mich mit einem Mentalcoach auseinandersetze. Genau, das ist aber relativ frisch, muss ich sagen, weil ich habe eigentlich gedacht, okay, dieses Jahr geht's richtig weit bei mir in der Show und mir hat der Kopf wieder so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Interessant. Nach der Aufzeichnung gesagt habe, so, körperlich bin ich gut und da kann es richtig weit gehen, aber irgendwie klappt es nicht mit dem Kopf. Ja, und ich gehe das Thema gerade an und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr nach der Show dir dann mehr erzählen kann, was gebracht hat. Yes, ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung, ne, dass du da sagst, okay, komm, das gehe ich halt auch mit an, weil ich glaube, das ist dann wirklich, vor allen Dingen auch wenn du gemerkt hast, dass das eben irgendwie doch nochmal so ein Punkt ist, wo man rangehen kann, dann ist doch super, dass du dir da auch Hilfe holst. Klar, und das ist ja auch, wenn ich nicht genug Klimmzüge kann, dann trainiere ich halt, dass ich mehr Klimmzüge kann. Und wenn ich merke, okay, mein Kopf spielt da nicht mit, dann ist es ja genau mit Trainingsform, die einfach dazugehört, um besser zu werden. Ja, und Aline, Entschuldigung, Dreier gespannt. Aline, wie ist es bei dir? Also mit Persönlichkeitsentwicklung an sich, klar, ich habe Psychologie studiert, in gewisser Weise beschäftigt man sich auf jeden Fall mit, aber ich sage jetzt mal, im Rahmen vom Sport habe ich das noch nicht gemacht. Aber Fun Fact, ich glaube, das weißt nicht mal du, letztes Jahr, ich habe das, glaube ich, noch keinem erzählt, ich habe letztes Jahr, bevor ich Last Woman Standing geworden bin, direkt vor meinem Lauf, hatte ich Kopfhörer an und habe mir so eine Motivationsrede auf YouTube tatsächlich angehört. Ich glaube, das war auf eigentlich auf American Football bezogen, aber irgendwie hat mich das so gepusht, dass ich das mehrmals hintereinander gehört habe und dann hat es ja auch funktioniert. Also das ist so der einzige Berührungspunkt, den ich im Rahmen Sport damit gehabt habe.
Aber ja, ja, solche Sachen kenne ich auch. Vor allen Dingen jetzt hier schön fast am Ende nochmal so die Geheimnisse rausgehauen. Das ist mir gerade eingefallen, weil du ja so, weil du so gefragt hast. Und dann habe ich so drüber nachgedacht. Ja. Ah, jetzt wissen wir das Geheimnis, warum das geklappt hat im letzten Jahr. Sehr cool, freut mich. Ich überlege gerade, wie ist es denn, der Moritz Hans, das ist ja ein Kollege von euch, ne? Den kennt ihr auch, oder? Der hat ja jetzt bei Let's Dance mitgemacht gehabt. Wäre das auch was für euch? Also, ich würde sagen ja, aber wahrscheinlich mehr für Benni als für mich, weil ich kann einfach gar nicht tanzen. Das würde eher wahrscheinlich eine Lachnummer werden. Also ich würde es auch machen, würde das Angebot da liegen, aber ich glaube, der Benni wäre da der amüsantere, die amüsantere Persönlichkeit in der Show. Ich würde es bei Aline gerne sehen. Ja, vielleicht fragen sie euch ja beide an gleichzeitig, dann habt ihr gleichzeitig wieder so, naja, nicht Konkurrenzgedanken, aber dann den Spaß miteinander. Ja, sehr cool. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon so einige Visionen gesetzt hier in dem Interview, was vielleicht mit euch noch so passieren kann. Die Geschichte mit dem Mindset-Coach, nenne ich es jetzt mal so Backstage, fände ich übrigens grandios. Ja. Bleibt da mal dran, ich glaube, da ist wirklich noch Bedarf. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, hätte ich auch Bock drauf übrigens. Also, wir reden noch mal drüber. Wie sieht es denn bei euch aus? Was würdet ihr allgemein den Hörern noch so gerne mitgeben wollen, was ja allgemein so die Einstellung zum Leben oder zum Sport angeht? Vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt gerade auch, sportlich, ja, eigentlich hätte ich Lust, aber ich traue mich nicht oder wie auch immer. Was liegt euch da vielleicht noch auf dem Herzen, einfach noch mal so als Motivation oder Inspiration mit auf den Weg zu geben? Ja, also ich würde sagen, jeder, der Lust hat, einfach eine Herausforderung mal anzunehmen, der sollte mal Ninja-Sport einfach probieren. Ich meine, die sind das beste Beispiel. Hätte mir jemand vor 3 oder 4 Jahren gesagt, ey, Benni, irgendwann wirst du mal diesen Hangelsport da professionell machen und das wird deine Lebenserfüllung, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen belächelt. Jetzt muss ich sagen, mit all diesen Grenzerfahrungen, mit all diesen auch mentalen Erfahrungen, die du machst, das entwickelt dich so weiter. Das hilft dir einfach im Leben, also mir persönlich, so, so, so viel, um mich weiterzuentwickeln, dass ich wirklich nur jedem an die Hand lege, das mal zu machen und vor allem die Scheu abzulegen. Macht das einfach, probiert das. Ihr könnt das mit eurer Partnerin zusammen machen, ihr könnt als Eltern das mit den Kids machen. Nehmt die Kids einfach, geht in die Halle und macht das mal. Es ist wirklich eine unglaublich coole Erfahrung. Ja, und wenn man es noch mal ein bisschen runterbricht, noch objektiver sieht, letztendlich haben wir ja eigentlich nur das gemacht, was uns Spaß macht. Das war der Beginn. Und jetzt hat sich inzwischen da was entwickelt, dass wir da auch Geld mit verdienen. Und das kann man ja eigentlich auf alle Lebensbereiche, auf normale Jobs, die jeder macht, quasi auch runterbrechen. Leute, macht einfach das, was euch Spaß macht. Und irgendwann, auch wenn man es gar nicht erwartet, entwickelt sich da einfach was draus. Also das ist halt das Krasse an der Geschichte. Das kann man jetzt nicht nur auf Sport beziehen, sondern eigentlich alle Lebensbereiche. Richtig schöner, wertvoller Tipp am Ende. Kann ich auch nur so bestätigen, kenne ich auch von mir. Von daher vielen lieben Dank für eure Worte. Und wir sind tatsächlich schon fast am Ende angekommen. Ihr dürft mal noch verraten, wenn jetzt jemand euch noch nicht folgt und sagt, boah, die beiden sind so cool, ich möchte einfach mehr über euch oder auch eben über den Sport erfahren und euch noch ein bisschen weiter verfolgen. Wo findet man euch denn? Also Instagram auf jeden Fall, nehme ich an. Ne? Wie heißen da eure Kanäle? Genau, einmal Ninja Queen Aline. Das bin ich. Und einmal der Ninja King Benny. Genau. Und wenn ihr wirklich Lust habt, auch mal die Persönlichkeiten hinter dem Sport kennenzulernen, wir machen sonntags immer um 19 Uhr ein Couple Talk, ja, wo wir mal die Athleten, andere Athleten, die Show nochmal vorstellen, wo auch einfach Fragen gestellt werden können. Und ich glaube, dass das, wer Interesse hat, ganz informativ ist. Ja. Also sonntags 19 Uhr können da ein bisschen mehr erfahren. Cool, vielen lieben Dank. Wir packen auch das alles nochmal in die Shownotes rein. Das heißt, da kann jeder nachlesen und dann euch tatsächlich natürlich super gerne folgen. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber am Ende des Bewohnerfrei-Podcastes gibt es immer eine kurze Fragen-, kurze Antwortenrunde, auch für euch. Ich würde sagen, wir machen das so, ich stelle die kurze Frage, Aline antwortet, Benni antwortet und entweder ihr macht es dann im Wechsel oder schaut einfach, ob ihr immer so bleibt in der Reihenfolge. Dann haben wir das so ein bisschen
bisschen strukturiert. Seid ihr bereit? Okay. Geld ist? Boah, das ist schon eine schwierige Frage. Ich glaube, du beantwortest sie das. Geld ist wichtig, macht aber nicht glücklich. Das ist gut. Okay, wundervoll. Sport ist für dich? Eine Leidenschaft. Ach so, beide müssen antworten. Ja. Mein Lebenselixier. Persönlich wachse ich, indem ich mich Herausforderungen stelle. Ey, ich wollte genau dasselbe antworten. Wer hätte es gedacht? Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Ich liebe dich. Ja, und egal was du tust, hab Spaß dabei. Oh. Das beste Buch, was ich je gelesen habe. Oh. Ich bin und bleibe einfach ein Harry Potter-Fan, sorry. Ich fand Der Brief für den König ganz gut. Okay, kenne ich noch nicht, freue ich mich drauf. Der besonderste Ort, an dem ich jemals war? Der besonderste Ort, das ist schwer. Es gibt so viele schöne Orte. Besonderste Ort? Was ist euer erster Impuls? Es ist jetzt so klischeehaft, aber... Die Ninja-Halle. Auf der Wall am Buzzer zu stehen. Bei mir war es, glaube ich, wenn das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist der erste Kroatien-Urlaub, den wir zusammen hatten. Stimmt. Ich war noch nie auf dem Boot und das war irgendwie Kroatien, das Wasser, das war super schön. Ja. Okay, und jetzt noch eine Sache. Wenn ich als alte, weise Frau oder als alter, weiser Mann eines Tages vor jungen Kindern etwas erzählen darf, werde ich ihnen erzählen, dass ich die Liebe meines Lebens bei einer TV-Show kennengelernt habe. Oh. Der war zu gut. Da bin ich sprachlos. Das kann ich nicht schlagen. Okay, dann lassen wir das so stehen. Das war auch eine wundervolle Herzensantwort. Der Benny hat es drauf, merke ich. Ja, sehr, sehr schön. Ihr Lieben, es war großartig mit euch. Habt ihr noch einen letzten Satz an die Zuhörer zu geben oder seid ihr jetzt auch sprachlos weiterhin? Aline lacht nur. Okay, perfekt. Dann sage ich einfach nochmal von Herzen danke für eure Zeit und die ganzen Einblicke Backstage auch und natürlich auch in euer Leben vor allen Dingen. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was als Reaktionen dann auch an euch kommen nach dem Interview. Gebt uns nämlich super gerne Feedback. Ja, macht vielleicht mal auch einen Screenshot, postet es bei Instagram, dass ihr das Interview gehört habt, teilt mit, was ihr vielleicht für Aha-Momente hattet und dann taggt uns auf jeden Fall, dann wissen wir, wer das alles so gehört hat und auch vielleicht gesehen hat bei YouTube. Ich freue mich drauf und sage einfach danke an euch beide, danke an alle, die das gerade bis zum Ende gehört und gesehen haben und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge hier im Bewohnerfrei-Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Danke, ciao.